So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist Sonntag, direkt 10 Uhr, Punkt 10 Uhr. Ich gehe mit 56% Akku los, was eigentlich viel zu wenig ist. Und heute soll die große Rocket-Übernahme starten, das heißt, alle Pokestops sollen angeblich mit Rocket-Invasionen überrannt werden. Plus alle 5 Minuten soll es einen Rocket-Ballon geben und ihr bekommt 2 Rocket-Teile, also 2 mysteriöse Teile pro Rocket-Rübel, den ihr besiegt, dass ihr schneller an die Bosse kommt. Es gibt eine neue Spezialforschung, Krypto-Arctos, Zapdos, Lavados, Krypto-Mewtwo, da sind wir noch gespannt. Und alle Teile, die ich anziehen wollte, die ärmellos sind und muskellos, waren leider in der Wäsche. Jetzt musste ich hier dieses urin-fummelfarbene Teil anziehen, wie Natururin immer sagt. Sieht ein bisschen komisch aus, hat aber hier so einen schönen Hai drauf, ne? Ein Tohaido. Sieht aus wie im Kindergarten, aber egal. Ich mache mich jetzt erstmal auf die Fersen. Wir werden hier die Aufgaben mal anschauen. Das sind diesmal 6 Kapitel. Gestern war es ja nur eine Mini-Forschung. Heute 6 Kapitel. Mache einen Schnappschuss, verwende 3 Power-Ups bei Pokémon, schicke 3 Geschenke an Freunde. Wir suchen uns einen ruhigen Ort, stellen euch ab, fangen ein bisschen. Pokémon sind heute auch anders, es gibt keine Habitate mehr. Ihr seht, alles ist anders, alles komplett. Hier sitzt zum Beispiel auch schon Alola Knocker, hier sitzt Flecknoil. Die sind aus 2 verschiedenen Habitaten gewesen. Jetzt alles vereint, da fliegt schon ein Ballon. Varion lädt neues Video hoch, wenn man das erste Date hat. Und mal gucken, wer mich heute einlädt, denn Palkia, Dialga und Giratina, beide Formen sind auch da in den Raids, wie man hier sieht. Dann brauche ich eigentlich nichts mehr. Das Shiny, Giratina habe ich schon, bei den anderen habe ich auch gute, habt ihr auch hochgezogen. Aber wenn jemand einlädt, machen wir das eben mit fürs Video. Ansonsten laufen wir erstmal ein Stück. Rauch machen wir, glaube ich, später an. Konzentrieren uns erstmal auf die Aufgaben und auf das Erledigen der Spezialforschung. So, und ich würde sagen, guckt euch nicht den Himmel an. Es sieht aus, als würde die Welt gleich untergehen. Es wird einfach richtig düster und bewölkt. Es weht ein kalter Wind in den Straßen. Ganz anders als gestern. Gestern immer zu 1000 Grad. Die Sonne hat gebrannt. Heute auch alleine unterwegs, ne? Pupsi musste wieder zurück. Da, wo sie herkommt, wo der Pfeffer wächst. Was ist denn das für ein roter, blöder Kasten? Wir stellen uns mal kurz hierher. 3 Geschenke haben wir schon verschickt. Wir machen jetzt noch 3 Power-Ups und dann gleich ein Schnappschuss. Und wo würden die Power-Ups besser passen als auf unser 100er Groudon? 1, 2, 3. Machen wir mal hier. Ich glaube, im Auswertungsvideo werden wir die letzten Power-Ups machen und werden das auch komplett hochziehen. Jetzt einfach nur für die Aufgabe. Machen davon auch einen Schnappschuss. Warum habe ich euch eigentlich abgestellt? Hätte ich auch so machen können. Seht ihr mal den hässlichen roten Kasten? Hinter dem hässlichen roten Groudon hier sieht man gar nicht. Da ist der Kasten, da ist nichts. Und wenn ihr einen Schnappschuss macht, bekommt ihr auch wieder Rotom. Gestern 4 Stück. Ich habe mit 5 gerechnet. Bin ich mal gespannt, wie viel es heute sind. Vor allem habt ihr hier auch die komischen Go Rocket Leute auf dem Schnappschuss dabei. Wir nehmen das Rotom mit. Fangt alle Rotom. Lasst uns Rotom tauschen. Wir brauchen unbedingt Lucky Rotom. So, erstmal den Ball aus dem Bild geworfen, dass der irgendwo landet. Es ist, vor allem wenn man hier langläuft und dann sieht man noch diese toten, ausgestorbenen Gebäude und alles sieht aus, als würde es gleich in die Brüche gehen. Rotom nehmen wir trotzdem mit. Vergesst die Fotobombs nicht. Ich kenne viele Leute, die haben gestern eine Fotobomb gemacht, haben gesehen Rotom, haben sich gefreut und haben die restlichen einfach verstreichen lassen. Ihr hättet mindestens 4 Rotom bekommen. So, jetzt können wir fix die Belohnungen abholen und kriegen aus dem ersten Kapitel schon ein 2020 Sternenstaub. Das sieht auch auf jeden Fall genial aus. Bekommen ein Machomai. 1281. Das wollen wir auf jeden Fall fangen mit gelber Beere. Wollen es dann vielleicht auch gleich bewerten. Stellen wir euch mal hier auf den Mülleimer. Man könnte bei solchen Sachen auch immer die einfach fabelhaften Würfe üben. Das kann ja eh nicht abhauen, das bleibt ja eh drin im Ball. Irgendwann. Muss nicht beim ersten Mal sein. Da braucht ihr jetzt auch keine silbernen, da könnt ihr ruhig die gelben nehmen. So. Bizeps spannen, Bruder. Hüpfen für die Beine. Zweimal hüpfen für noch mehr Beine.
Ich glaube, er ist eingeschlafen. Wir machen es einfach ohne zu warten, bis er angreift und hauen einfach den nächsten drauf. Weiß nicht, ich hasse das. Wenn es so ruhig ist in der Stadt, fühlt man sich immer so beobachtet. Irgendwie wäre es viel besser, wenn 10 Millionen Menschen wild durcheinander rennen und schreien. Dann fällt man gar nicht auf in der Masse. Das sieht okay aus, könnte natürlich besser sein. Und wir kommen direkt ins zweite Kapitel. Und zwar, ich habe gesehen, ich wurde gerade eingeladen. Das machen wir aber später. Besiege 2 Team Go Rocket Rüpel. Rette 2 Krypto-Pokémon. Erlöse ein Krypto-Pokémon. Retten heißt fangen. Also 2 Rüpel besiegen. Eins davon, 2 Rüpel besiegen. 2 Krypto fangen und eins erlösen. Dann habt ihr das eigentlich auch schon drauf. Wir können ja mal kurz gucken. Koks hat eingeladen für einen Kaumalat. Als ob ich jetzt einen Fanrate-Pass für einen Kaumalat ausgebe, wenn ich die auch hier vor Ort machen kann. Du kleiner Kokser, du. So, wir stehen jetzt hier beim Caridas. Wir werden mal hier den Stop drehen und gucken, was da drin ist. Ein Kampf-Pokémon, so wie es aussieht, hatte ich eben schon. Und wieder mal richtig miese Aktion von Niantic. Ich habe eben einen Stop gemacht. Gut gebrüllt, deshalb gewonnen. Da war Dratini drin. Ich habe gewonnen, wollte gerade das Dratini fangen. Dann ist die App ausgegangen. Ich bin wiedergekommen und der Stop war natürlich nicht mehr da. Weil nach 5 Minuten ja schon ein anderer Rocket Rüpel den Stop besetzt. 5 Minuten? 15 Minuten? Ich weiß es nicht. Alle 5 Minuten Ballons, alle was weiß ich wie viele Minuten. Dann die Rocket Rüpel. Auf jeden Fall war das Dratini weg. Ich konnte es nicht fangen. Jetzt musste ich noch ein Macholo machen. Jetzt musste ich als zweites wieder ein Macholo machen. Jetzt habe ich trotzdem insgesamt schon 3 Rüpel besiegt statt 2. Wenn ich das fange, habe ich dann aber 2 gerettet und werde dann entweder das Macholo oder das, was jetzt hier rauskommt, erlösen. Vor allem, das ist ja auch Macholo. Aber vielleicht ist eins von denen ja ein gutes und dann nimmt man natürlich das Gute mit. Obwohl, wenn es gut wäre, würde man es nicht erlösen. Dann will man das ja als Krypto haben. Das hat sich ja auch alles geändert. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall noch eins erlösen für die Aufgabe und dann sind wir fertig. Ich habe nämlich keine anderen mehr. Ich habe nur noch die Familien vollständig. Das heißt, ich muss ein Macholo hier erlösen. Wir gehen fix so hin. Die WPs sagen da bestimmt auch nicht. Ja. Das wird ein 100er, oder? 100% erlöstes Macholo. Erlöst man sowas? Wir erlösen erstmal das. Das erlösen wir für die Aufgabe und fragen euch dann, ob man Macholo als Krypto lässt, als Krypto Machomai, oder ob wir trotzdem... Obwohl erlöst es 100er ist eigentlich... Ich mache doch eh nichts mit Krypto-Pokémon und ich hasse doch eh das ganze andere Gesocks zwischendurch, also... Theoretisch müsste ich es erlösen und könnte sagen, ja, ich habe einen 100er erlöst, boah, ist so heftig. Wir gucken aber mal kurz, was hier noch drin ist. Ein Snibunna. Nehmen wir auch mal mit hier mit gelber Beere natürlich. Ich habe sogar jetzt einen blauen Ball gesammelt, das ist auch sehr cool. Ich habe gestern nämlich immer alle weggeschmissen. Snibunna, vielleicht hat das auch gute IV und ich weiß jetzt schon also nicht, was ich mit dem Macholo machen soll. Es könnte ein 100er werden, aber momentan sammeln alle Kryptos mit relativ guten IV. Das hat relativ gute IV, aber ich benutze das ja eh nicht, sozusagen. Das sieht eigentlich auch gut aus. Wir haben trotzdem aber noch die Kapitelbelohnung. Und ihr seht schon das bunte Treiben im Hintergrund. Überall sitzen die ganzen Pokémon, die gestern in Habitaten vertreten waren, bunt gemischt durcheinander. Ist vielleicht sogar noch die krassere, bessere Variante. Hier noch ein Geowatz. Und ich glaube, diese Spezialforschung haben halt wirklich nur die Ticketbesitzer. Und die, die keins haben, die ärgern sich jetzt natürlich. Die können aber den ganzen Tag Rocket Stops machen, obwohl das so viele Leute gar nicht mögen. Die meisten haten das auch zu Tode. Geowatz trotzdem auch coole Belohnung. Snibunna, coole Belohnung. Machomai, coole Belohnung. Bis jetzt also richtig heftige Sachen dabei. Hier 15 Angriff. Was will man mehr? 15, 14, 13. Sieht also auch gut aus. Wir haben schon ein Rocket Radar zusammengebastelt. Das würde ich dann aber erst benutzen, wenn eine Aufgabe kommt, wo man Rüpel besiegen muss. Also Rocket Bosse. Wir gucken schnell ins nächste Kapitel rein. Ach so, da ist es ja schon. Besiege Arlo, besiege Cliff, besiege Sierra. Das ging aber fix. Mal gucken, ob mein Team, was ich sonst immer neben Stand hält. Wir suchen mal einen und melden uns gleich zurück.
Gut, bevor es zu den Rocket-Bossen kommt, gibt es erstmal fix einen kleinen Raid für zwischendurch. Der da ist, hat nämlich gerade eingeladen. Das ist sehr cool. Der hat nämlich, glaube ich, gefragt, ob ich ihn vielleicht zu einem Raid einladen kann. Jetzt haben wir es andersrum gemacht. Er hat einfach eingeladen. Und das nimmt man natürlich gerne mit. Besser als das Kaumalat vorhin, also Koks. Du kannst es natürlich gerne wieder probieren. Nein, ihr habt natürlich auf die Art und Weise auch Glück, wenn ich da mal unterwegs bin, gerade bei sowas, gerade bei einem Go-Fest. Gerade wo dann wieder alte Raid-Bosse zurückkommen. Leider können sie nicht shiny sein. Das wäre natürlich noch genialer. Das heißt, sie müssen irgendwann nochmal zurückkommen, damit sie dann auch shiny sein können. Jetzt ja noch nicht, aber Leute, die noch nicht haben, freuen sich natürlich. Und diese Einladung zum Palkia nehme ich natürlich gerne an. Das heißt, ich nehme heute aber auch kein anderes Palkia mehr an. Ich würde ein Dialga noch annehmen und ich würde ein Giratina, die fliegende Made, noch annehmen. Also wer als nächstes, ihr wisst das ja nicht, aber wer als nächstes für ein Dialga einlädt oder für ein Giratina einlädt, der kommt dann auch mit ins Video. Da werde ich auch den Raid mit reinnehmen. Ich könnte die auch ohne Video machen, aber wenn ich das mache, wieso filme ich das nicht? Selbst wenn das Video dann wieder 10 Jahre geht, ist es halt so. Wir nehmen das jetzt mit. Da braut sich wirklich was zusammen. Ich würde es nicht wundern, wenn es gleich anfängt zu regnen. Wenn ihr mal seht, dass die Wolken dann plötzlich anfangen, so extrem schnell zu werden und übelst vorbeizuziehen, dann wisst ihr schon, gleich geht es richtig los. Habe jetzt 43% Akku, muss mich ein bisschen beeilen, dann noch einen Boss suchen. 22:30, ich kenne da die Werte nicht mehr. Ich hau jetzt einfach einen drauf und melde mich dann gleich zurück, wenn wir beim Boss stehen. So, hier haben wir sogar noch einen Shiny Bisasam. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Und eben hat mich ein Rocketballon verfolgt, da war Cliff drin. Ich hatte aber keine Möglichkeit, euch abzustellen. Deswegen habe ich euch mal mit hierher genommen und jetzt habe ich die Möglichkeit auszuwählen zwischen Cliff, der immer noch im Ballon über mir rumhängt, oder Sierra, die hier am Stop ist. Vorher noch mal kurz Shiny Check beim Tangela. Und ich würde sagen, da die meisten Probleme mit Sierra haben oder die am schwersten einschätzen, werden wir direkt mit Sierra anfangen. Hauen einfach mal drauf mit dem Team, was ich sowieso immer nehme. Sprich, also ich weiß nicht, was sie jetzt hat, aber ich nehme immer Regirock zum Schilde rausloggen, Kyogre hinterher, weil das eigentlich auch recht effektiv ist und stark ist, viel Schaden macht, viel aushält und ein Despotar mit Katapult und Steinkante. Ich bin mal gespannt. Es hat sich ja jetzt schon wieder alles geändert. Sie hat jetzt andere Pokémon, wir haben andere Pokémon, jeder hat andere Pokémon. Ihr habt erstmal ein Tunnel am Anfang. Würde sich jetzt anbieten, da vielleicht Feuer zu nehmen, aber das macht eh nicht viel Schaden. Das heißt, wir können fix unseren aufladen. Können hier mit Steinkante wieder das Schild rausloggen, werden sicherlich das zweite auch rausloggen und vielleicht können wir noch eine Steinkante durchbringen, was mir in dem Sinne jetzt nicht viel bringt, weil es ja nicht sehr effektiv ist, aber es ist ja nur so eine kleine Wurst, das könnte bei einer Steinkante, die landet, sehr und einfach fabelhaft trotzdem in die Brüche gehen. Ihr seht, Zielschuss zieht halt so gut wie gar nichts ab. Das macht halt immer nur eins Schaden. Es hat seine Attacke noch nicht gemacht und wir haben schon die dritte Steinkante, die wir durchbringen können. Wieder nicht, einfach fabelhaft. Aber es ist weg. Also kein Problem, Tarnel, ne? Weiter geht's mit Hund, ne? Hund, Steinkante drauf, fertig. Da würde Kampf natürlich jetzt gut helfen in erster Linie. Steinkante haut auch ordentlich rein. Und ich glaube, der schafft es auch nicht, seine Attacke voll zu machen. Vielleicht haben wir Glück und können den auch schon weghauen. Wir nehmen uns die Steinkanten mal mit. Wir lassen es mal drauf ankommen. So, hauen hier noch ein bisschen. Jetzt sieht es natürlich doof aus. Zum Glück haben wir jetzt das Kyogre nicht drin, sonst würde uns das einfach rösten. Auch sehr effektiv, also. Und noch eins hinterher, auch sehr effektiv. Ich weiß nicht, die Leute, die gestern Abend schon wieder unterwegs waren oder gestern Abend was gemacht haben und probiert haben, die dann gesagt haben, boah, die Drecks-Rocket-Bosse, das ist viel zu schwer, aber ich verstehe es nicht. Ich habe einen Regirock genommen und habe jetzt einfach alle drei Dinger besiegt. Vielleicht war das gestern Abend noch anders, vielleicht ist das jetzt anders. Ich weiß es nicht, aber für mich ist das eigentlich ziemlich einfach.
vor allem immer mit Regirock. Regirock ist einfach der Boss. Und ich habe gestern schon gesagt, ich brauche noch einen Tarnel. Hier ist es auch. Das fehlt mir noch für die Familie. Also für die Krypto-Familie. Nehmen wir jetzt hier also mit. Haben sie schon eine Tür zugemacht. Dann suchen wir noch Cliff, dann suchen wir noch Alo. Machen die zwei noch. Die Rübel dazwischen filme ich nicht. So extrem will ich das Video dann nicht strecken. Hauptsache, wir haben die Bosse drauf. Wir bewerten das mal kurz. Sieht schlecht aus, egal. Wir machen weiter. Shiny Check nochmal, fangen das Tangela. Melden uns zurück bei Arlo oder Cliff. Frau ist weg, jetzt kommen die dicken Brocken. Und das ist so genial, ich musste mich eben wirklich keinen Millimeter bewegen. Da, wo ich gerade in die Sierra gemacht habe, habe ich mich hingesetzt und habe einfach noch drei Rocket Stops mitgenommen. Weil es kein Problem war, weil ja wirklich jeder Stop Rocket geboostet ist. Jetzt habe ich drei Stück gemacht, jeweils zwei Teile bekommen. Das heißt, der nächste Rocket Radar ist da und dann fliegt auch schon der nächste Ballon. Dann ist es auch noch Alo. Das ist eigentlich, weiß ich nicht, wer da jetzt noch meckert. Klar, es ist sonst schwerer. Aber genieß es doch einfach mal. Macht doch den Spaß mal mit, beziehungsweise es wird doch keiner gezwungen zu spielen. Aber noch leichter können sie es euch doch jetzt nicht machen. Die Rüpel sind schon nicht so stark. Die Rüpel sind schon überall. Dann die Rocket Bosses sind abgeschwächt. Alles ist abgeschwächt. Es wird euch theoretisch hinterhergeworfen. Ich finde es trotzdem genial, die Medaille ein bisschen zu pushen. Werd mir überlegen, wenn Giovanni kommt, der hat ja das Mewtwo drin. Da wäre es ja jetzt sinnvoll, vielleicht ein paar Unlicht-Pokémon zu nehmen, Despota, Bissknirscher. Oder ob ich trotzdem einfach mein Team, was ich jetzt habe, nehme. Gut, mein Despota hat Katapult-Steinkante. Vielleicht hätte ich mal eins mit Katapult und Knirscher plus Steinkante machen sollen, habe ich aber nicht. Wäre eine Überlegung wert, dann wäre das so ein Allrounder. Ich werde es trotzdem einfach mit diesem Team probieren, wenn er wirklich abgeschwächt ist. Vielleicht macht das Kyogre dann das Mewtwo fertig, wir werden sehen. Das war jetzt eigentlich nicht schlau. Ich hätte den Rest der Energie vom Flunkiefer mit Zielschuss noch zu Ende gehen lassen sollen und dann Steinkante direkt für den nächsten verwenden. Ja, jetzt wäre natürlich wieder gut, wenn ihr Feuer habt, wenn ihr Kampf habt, wenn ihr irgendwas habt. Aber wir haben Steinkante. Wir haben einfach Steinkante. Wir haben bei jedem immer nur Steinkante und ich glaube, bis zum nächsten schaffen wir es nicht mehr. Nee, da ist er weg. Aber weil Stein ja nicht so effektiv. Ich drücke natürlich doch aufs Despot da. Soll ich sagen, ich nehme jetzt Kyogre. Hat er halt Pech. Jetzt ist er natürlich sehr effektiv gegen uns. Das heißt, wir müssen schilden. Hauen ihn aber weg. Und das Gute ist, jetzt kommt ja eh wieder ein Vogel. Und da die Vögel alle fliegen und Gestein gut gegen Flug ist, plus dass es auch noch ein Lavados ist, heißt das, das Despot da ist zehnfach effektiv. Es haut also mit Gestein alles weg, auch mit Steinkante hier, er kann nichts mehr abwehren. Er ist tot, er liegt in der Ecke, der Vogel hat nichts gemacht, also so eine Schweinerei, oder? Wir haben den nächsten besiegt, wir werden das jetzt noch fangen. Und dann werden wir wieder drei Rüpel machen. Ich glaube, ich setze mich einfach hier vorne auf die Bank. Da sind auch genügend Stops. Da werde ich gleich wieder drei nebeneinander haben. Vielleicht machen wir heute die 1000 voll. Das wäre auf jeden Fall eine richtig gute Sache. 8 Bälle haben wir jetzt. Ein Flunkiefer können wir mitnehmen. Und vor allem das Flunkiefer kann ja shiny sein. Hieß das? Achso, das. Ja klar, das Tunnel kann auch shiny sein. Eben, das war ein Samurzel, wo ich mich gewundert habe. Hä, Samurzel? Aber das kam ja nicht vom Boss. Das kam ja einfach so. Wir nehmen jetzt das Flunkiefer mit. Das zeige ich euch nicht. Ihr seht ja schon, wie das aussieht, wenn ich hier so daneben werfe. Und melden uns gleich zurück, wenn wir Cliff gefunden haben. Und ich kann nicht mehr, mein Knie. Ach, ich glaube, es ist drin. Dann bewerten wir es lieber nochmal schnell, wenn wir es eh schon gefangen haben. Und gucken uns noch an, was Cliff uns beschert. Yeah, 4, 5, 5. Besser geht es auf jeden Fall nicht. Da ein Ballon haut ab, der nächste ist schon da. So, und da ist auch der letzte im Bunde, nämlich Cliff, der hat noch gefehlt. Wir werden genau wieder das gleiche Team nehmen. Es ist jetzt 10.50 Uhr, ihr seht, das geht trotzdem alles relativ fix. Ich habe um 10 angefangen, 10.50 Uhr, wenn wir den besiegt haben, kommt dann schon Giovanni. Nach Giovanni geht es eigentlich auch nur noch ums Fangen. Das könnte jetzt knifflig werden, denn er hat einen Pinsir.
Und das Pinsir macht seine Attacke. Aber wir sind ja gut gerüstet. Was nimmt man gegen Käfer? Ich habe keine Ahnung. So geht's den meisten. Die wissen nicht, was sie nehmen oder nehmen sollen. Jetzt hätte ich erst noch ein paar Mal angreifen sollen, bevor ich die Attacke mache. Hier 3-Sekunden-Regel und so Zeug, aber das habe ich irgendwie noch nie beachtet. Wir gucken mal. Ah, wir können sein Schild rauslocken, sein zweites, bevor er unseres rauslockt. Jetzt könnte man sagen, scheiß auf Pinsir. Wir lassen seine Attacke durchgehen, aber wir können mit der Steinkante das Pinsir, glaube ich, auch weghauen. Und wir brauchen das Despo da ja dann auch noch für den letzten Vogel. Also soll er uns umklammern. Wir hauen hier so normal drauf, machen jetzt die Steinkante hinterher, haben immer noch ein Kyogre für zwischendurch, was den zweiten Boss weghauen könnte, also das zweite Pokémon. Und Despo da dann für den Endboss. Obwohl, der müsste ja dann das Arktos haben. Hier, jetzt ist Kacke. Die Steinkante hätte ich mir eigentlich aufheben müssen. Und hätte jetzt einfach wechseln sollen, direkt auf das Kyogre. Versuche ich das halt jetzt. Drück extra 5-mal drauf, dass es auch wirklich wechselt. Jetzt kommt Juri, schreibt was auf Facebook. Hat wieder mal Fotos geschickt, bestimmt 10.000. Nehmen den Surfer mit gegen das Arktos. Laden aber noch ein Stück. So, jetzt sind wir gleich tot, versuchen aber noch 2-mal den Server rauszuhauen. Und ihr seht, ich hätte mir eine Steinkante sparen können, weil das ist ja auch Flug. Dann hätte der mächtig was auf den Sack gekriegt. Und ich habe immer noch das Despo da, aber bis das seine Attacke voll hat. So, noch einmal hier den. Ich würde sagen, wenn das tot ist, holen wir trotzdem das. Komm, aus Spaß, wir holen einfach nochmal hier das Regirock rein. Tot. 2 Pokémon und wieder genau dasselbe Team. Also, weiß echt nicht, selbst wenn die stärker sind, selbst wenn die normal antrefft, immer. Ich nehme immer dieses Team. Ich habe mit dem Team eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Klar, wenn Sierra jetzt 2-mal Lapras hat, dann musste ich auch umswitchen auf Melmetal und Elektroattacken. Aber ansonsten, ich nehme eigentlich immer dieses Team. Achso, jetzt muss ich ja fangen. Weil wir müssen ja die Kapitelbelohnung noch abholen und dann gucken, was im nächsten Kapitel steht und wo Giovanni ist. Ich hoffe, der hat nicht wieder so viele Täuschrübel am Start. Darauf habe ich nämlich jetzt keinen Bock. Ich will Giovanni machen und dann geht's weiter. Sind, steht nichts mehr da, aber fertig. 3 Belohnungen. Ein wildes Lavados erscheint. Komm, dafür gehen wir jetzt extra in eine andere Location. Und dafür nehmen wir auch extra goldene Bären. Das ist jetzt zu heftig. Alle 3 legendären Vögel einfach nochmal. Dafür gehen wir jetzt extra hier zum Pissedino. Der ist auch immer in der Umgebung. So, das ist hier nämlich auch ein bisschen heller. Wir werden uns jetzt hier das Lavados gönnen. Das Ding ist, das kann eh nicht abhauen. Das ist ja kein Kryptofang. Also habt ihr eigentlich auch unendlich Bälle, wenn es danach geht. Jetzt hätte ich gerne meinen Ball zurückgezogen, weil ich gerne doppelte Bonbons dafür nehmen möchte. Ich hoffe, es bricht aus. Nee, es bleibt natürlich drin. Das ist schade, da hätte ich mir mehr gewünscht. Wir bewerten es auch jetzt extra nicht. Wir bewerten die Stops, die Rocket Stops, was wir jetzt bekommen haben, die Krypto-Pokémon und die legendären Kryptos, erst wenn wir bei Giovanni sind. Hier mache ich es jetzt besser. Hier packe ich eine gelbe Beere drauf. Ihr könntet aus Spaß natürlich jetzt so lange mit dem roten Pokéball werfen, bis es irgendwann drin bleibt. Und ihr könntet auch ernst machen und einfach fabelhaft treffen. Oder ihr redet einfach irgendwas nebenbei und schießt irgendwo hin und hofft, dass es trotzdem dann irgendwann passt und drin bleibt. Ist nur großartig. Zapdos fehlt noch. Und das natürlich wieder für die Leute, die bisher alles verpasst haben. Die kriegen jetzt halt wieder alles hinterhergeworfen. Und Leute wie ich, die sich nicht entscheiden können, ob sie ihr Lavados erlösen sollen zu einem 100er, weil dann das Krypto fehlt, haben die jetzt also auch nochmal die Möglichkeit, ein zweites Lavados zu bekommen. Das ist also eigentlich das Coole an der ganzen Sache, was ich so feiere. Und natürlich Krypto Mewtwo, was einfach komplett neu ist und vorher noch gar nicht da war. Der Dani hat mich vorhin auch angeschrieben und hat gefragt, ob Krypto Mewtwo shiny sein kann. Wie er darauf wieder gekommen ist, fand ich lustig. Da waren die Inder wieder am Werk. Warum hat das orange Füße?
Ich dachte, orange Füße hat nur das Shiny. Ey, das Zapdos ist so aggressiv. Ich glaube, jetzt fängt es an zu regnen. Das wäre natürlich jetzt richtiger Mist. Giovanni im Regen machen, wäre auch eine gute Aktion. Zapdos auf jeden Fall noch mitnehmen. Und obwohl gestern das die Mini-Spezialforschung war, ist die hier auf jeden Fall deutlich schneller zu erledigen, obwohl die mehrere Kapitel hat und gestern das nur ein Kapitel war. Lasst euch also nicht von den Worten ablenken. Mini heißt nicht gleich Mini. Zack. Zapdos auch im Sack. Wir suchen uns jetzt gleich Giovanni. Dann bewerten wir kurz alle Viecher und dann werden wir es mit Krypto Mewtwo auf uns nehmen. Bekommen jetzt nochmal 20 Toppeleber, den Super Rocket Radar und Sternenstaub. Nehmen wir hier alles mit. Geschichte interessiert uns wieder mal nicht. Da sind wir richtig dreist. Oh, mein Knie, ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich muss mir gleich irgendwas holen. Besiege den Boss von Team Go Rocket. Gibt sogar 2 Rauchs, 20 Bälle und ein Pokémon natürlich. Und da auch ein Pokémon und noch ein Pokémon und überall Pokémon. Hier haben wir den Radar. Den schalten wir jetzt ein. Gucken mal. Ach, neben uns, ne? Vielleicht haben wir Glück, uns ist gleich der Erste. So, wir hatten wirklich Glück, es war wirklich direkt der Erste. Ich glaube, ich stehe so günstig, dass hier genau die Wasserflüssigkeit runtertropft. Denn Giovanni ist schon da. Und wir wollen ihn jetzt wirklich probieren mit genau dem Team, was ich die ganze Zeit genutzt habe. Vorher nochmal Toppeleber hier. Müssen das aktivieren, das hier beleben, hin und her. Brauchen hinten aber, warum ist da ein Raikou drin? Ach so, weil der Suicune ja als letztes hatte. Der kämpft jetzt aber mit Mewtwo. Wir hauen trotzdem einfach mal unser Despo da rein. Wir legen es mal drauf an, ansonsten nehmen wir uns ein anderes Despo da mit Bissknirscher oder sonstiges Unlichtvieh. Snobilikat am Anfang, das wissen wir ja. Da wäre natürlich auch Lucario ganz chillig, aber Regirock müsste es auch schaffen, dem Snobilikat beide Schilde rauszulocken. Plus eine Steinkante durchzubringen. Ich guck mal, ob das so passt oder ob ich mich verrechnet habe. Jetzt ist es genau Punkt 11, wie man hört. Ich habe immer das Glück, immer beim Film, bimmel die Glocke. Wir haben die zweite Steinkante und er hat noch keine Attacke gemacht. Diesmal haben wir einfach fabelhaft. Jetzt macht er bestimmt gleich seine und wir hauen eine Steinkante auf ihn. So wird es sein. Aber wir haben sogar die dritte schon voll. Er hat immer noch nichts gemacht. Ich glaube, er ist so eingeschüchtert von diesem mächtigen Regirock, dass er sich nicht mal traut anzugreifen. Ihr seht hier, was ist das? Er ist gleich tot. Wir wehren das mal ab. Wir tun ihn mit der restlichen Energie kaputt machen, nehmen die Steinkante aber mit und wenn er jetzt ein Boden-Pokémon hat, wechseln wir auf Kyogre. Das ist das einzig Vernünftige, was wir gerade machen können, dass wir diese fette Ladeattacke noch fertig haben. Und er wechselt auf Sandama, wir wechseln auf Kyogre. Und das dann ja auch sehr effektiv sein müsste. Wir haben noch ein Schild, aber im Endeffekt kommt es gar nicht dazu, dass er das einsetzt. Wir laden das einfach auf, wir laden es auf und wir nehmen es mit bis zu Mewtwo. Wir wehren das jetzt ab. Wir hätten es vielleicht überlebt, aber wir gehen auf Nummer sicher. Wir wehren es ab, wir kommen mit Kyogre rein. Wir hauen 2 Surfer auf das Mewtwo. Wir hauen eine Steinkante auf das Mewtwo. Und wir gucken, was passiert. Aber ich sehe jetzt schon, dass der normale Angriff irgendwie so viel Schaden macht, dass der vielleicht nach dem ersten Surfer schon in der Ecke liegt. Ihr habt die Hälfte der Energie schon weg. Ich glaube, wenn ich die normalen Quick Moves mache, bin ich wahrscheinlich eher durch, als wenn ich das so mache. Nochmal einfach fabelhaft und da ist es schon down. Also das war leider keine Herausforderung. Und viele haben gesagt, wie sollen sie das jemals schaffen? Sie hängen da, sie hängen da, sie hängen da. Für mich war das alles irgendwie viel zu einfach. Aber sie haben es auch jetzt einfach gemacht. Wir haben gewonnen. Wir müssen jetzt das ganze Zeug noch fangen. Dann müssen wir das alles mal bewerten, durchgucken. Was, wie, wo? 16 Bälle haben wir fürs Snobilikat. Stellen wir euch nochmal hier hin. So. Snobilikat. Da müssen wir wieder aufpassen, das kann wieder fliehen. Aber
Aber es flieht noch nicht mal. Keine Ahnung, was mit dem nicht stimmt. Wo können wir denn sonst noch hin? Wir müssen euch noch woanders hinstellen zum Fangen. Das bewerten wir auch nicht. Haben das Kapitel jetzt aber fertig. Können hier die Belohnung noch abholen. Hier habt ihr jetzt das Krypto Mewtwo mit 17,59. Da habt ihr jetzt wieder unendlich Bälle Zeit, das einzufangen. Ich stelle euch aber einfach mal hier auf die Bank. So, auf die Bank. Und weil wir Zeit sparen wollen, nehmen wir auch gleich diese Bälle. Zielen, hauen drauf, werfen erstmal schön daneben. Sieht leider trotzdem aus wie das normale Mewtwo. Nur halt mit roten Augen und ein bisschen Schimmer. Viele haben gesagt, vielleicht gibt es eine spezielle Variante davon. Beziehungsweise gut, wenn man es ganz genau nimmt, das hat schon ein bisschen mehr Schimmer und so irgendwie so Elektroimpulse, die da noch drum schwirren. Ach, Mewtwo. Wir warten einfach jetzt mal ab, immer wenn es angreift, werfen wir den Ball. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 210 Versuche. Das dürfte also klappen, auch wenn ich es noch nicht geschafft habe, einmal einfach fabelhaft zu treffen. Dann ist bestimmt der Gag. Du kannst gar nicht treffen. Ne? Zack, ist es drin. Schon hat es einen wieder veräppelt. Jetzt hätte ich es fast bewertet. Aber wir bewerten es nicht. Wir gehen das Kapitel zu Ende, holen uns die Bälle ab, holen uns den Rauch ab, holen uns das Pokémon ab. Und das müsste jetzt ja schon Victini sein. Ein wildes Victini erscheint. Und es sitzt halt einfach so da. Ich dachte, das ist wie bei den anderen. Kannst du nur im AR-Modus fangen, musst du sonst was machen. Hier hat auch einen grünen Kreis. Ist also nichts Schlimmes. Jetzt ist es 11.04 Uhr, gleich 11.05 Uhr, also in einer Stunde circa. Könntet ihr das schaffen, die ganze Spezialforschung durchzumachen? Das Item konnte nicht eingesetzt werden, okay. Da hängt wohl noch was drauf. 1, 2 und es kommt wieder raus. Vielleicht ist das trotzdem so, dass das 3 Anläufe braucht und die Beere scheint gespeichert zu sein. Wir gucken mal, das ist jetzt das dritte. Und dann gibt es ja noch das letzte Kapitel, nochmal mit Belohnungen abholen, nochmal Bonbons, so Zeugs, vielleicht noch einen Schnappschuss davon machen. 17%, also die 50% Akku haben auch ausgereicht, komplett. Victini wurde auch gefangen, neuer Pokédex-Eintrag. Und so, was gibt's noch? Wir gehen nochmal rein, wählen den Rest noch aus. Hier nochmal 2020 Staub, 2020 Staub, 2020 EP, zwei Rauchs, Bälle, Bonbons. Das müsste jetzt alles gewesen sein. Damit ist die Spezialforschung durch. Nee, ist nicht. Steht immer noch was da. Mach einen Schnappschuss von Victini. Schicke 3 Geschenke an Freunde. Und fange 20 verschiedene Arten von Pokémon. Dann machen wir doch schnell einen Schnappschuss. Und wir wollen sie vor allem auch bewerten. Und das Krypto Mewtwo bewerten und alles andere bewerten. Dann machen wir das jetzt nämlich als nächstes. Dafür stelle ich euch schon wieder woanders hin. Diesmal laufen wir hier vor. Machen hier einen Schnappschuss. Haben dann auch das zweite Rotom. Rotom nehmen wir auch noch mit. Gut, mit den Pokémon dauert es natürlich doch noch ein bisschen dann. Rotom wird mitgenommen. Digga, die haben Kratzbaum auf dem Balkon. Bekleben verboten. Anschläge werden kostenpflichtig entfernt. Zum Glück wissen sie nicht, wer was dranhängt. Man wird schon wieder zu einem Raid eingeladen, wenn das jetzt ein Giratina, Eier aus HD, aber das möchte ich nicht, ich möchte nur das Fliegende oder eben ein Dialga. Wir bewerten jetzt aber trotzdem mal kurz die Sachen, die wir bekommen haben von den Krypto-Pokémon. Haben wir vorhin hier angefangen, Tarnel war okay, dann haben wir hier Hydropi, okay, Zermurzel, okay, alles super, alles okay, alles wunderbar, das war kein Lucky. Hier Lavita haben wir mitgenommen, Pinsir, naja. Lavados, wieder recht gute IV, also wenn ihr das erlöst, habt ihr auch einen dicken fetten Brocken im Beutel. Das auch 15 mit KP, das auch 15 mit KP. Das auch relativ gute Werte, ist sogar besser dann als, ist gar nichts besser, ist alles gleich. Jetzt kommt's gleich, das Mewtwo mit, heftig, oder? 13, 14 und 11. Wenn ihr das erlöst, habt ihr dann also 15, 15, 13.
Aber ein erlöstes Mewtwo, wer würde sein Mewtwo erlösen? Ich glaube niemand, oder? Ihr müsst alle Mewtwo mitnehmen, so wie es ist. Victini, 10, 13, 14. Rotom, braucht man nicht drüber reden. Jetzt haben wir hier das aber auch fertig. Mit dem Foto, mit dem Schnappschuss. Verschicken noch 3 Geschenke, fangen noch 20 verschiedene Arten von Pokémon, wählen dann den Rest noch aus und melden uns dann gleich nochmal zurück. Was ich natürlich auch sehr genial finde, der da ist, hat schon wieder eingeladen. Diesmal nicht für Palkia, sondern für Dialga. Ich habe gesagt, der nächste, der mich zu einem Dialga-Raid einlädt, den nehme ich noch mit. Jetzt wollte ich das natürlich machen. Problem ist, 7 Leute, okay, aber er war selbst gar nicht in der Lobby. Er ist also in die Lobby rein, hat mich eingeladen und ist wieder raus. Als ob er gewusst hätte, dass ich auf ein Dialga warte. Das nehmen wir jetzt aber noch mit. Derzeit können wir uns noch ein bisschen bewegen. Wir brauchen nämlich eh noch ein paar Pokémon. Das zählt natürlich dann auch zur Aufgabe dazu. Und ich hoffe, wir schaffen das überhaupt. Ich hatte so Bammel, als ich gesehen habe, es sind 6 Stück und es hat gleich angefangen, habe ich gedacht, die meisten gehen eh wieder raus. Dann bin ich alleine im Raid und wenn ich dann natürlich versage, stehe ich alleine da. Kann auch keinen einladen, ne? Weil ich ja selbst eingeladen wurde. Das ist dann schon ein bisschen mies. Das sind also die Nachteile vom Fanraiden. Ihr wisst nicht, wann die anderen Schiss kriegen und wieder rausgehen. Das kann ja auch jederzeit passieren. Und ich merke schon wieder den blöden Wind. Das rauscht dann wieder extrem in der Audio. Stellen uns mal hier rüber. Da ist nämlich noch so eine Wand, ne? So eine Hauswand. Sieht aber gut aus. 100 Sekunden vergangen und wir sind schon über die Hälfte. Ihr wisst, bei 150 muss es ja gelb werden. Es ist jetzt schon lange gelb und wir sind noch nicht bei 150. Jetzt meckert der Hund da hinten wieder. Wir werden das Dialga auch noch mitnehmen. Solange schmeißen wir uns hier noch mal hin. Mal gucken, wenn in der nächsten Zeit jetzt noch eine fliegende Made aufgeht und jemand dafür noch einlädt, dann packen wir die auch noch hinten rein. Ich habe zwar gleich keinen Akku mehr, ich habe nur noch 8%, aber ich habe ja Powerbank am Start. Ihr wisst ja, ihr habt ja die Checklist alle gehabt, wie ihr euch vorbereiten sollt, was ihr alles einpacken sollt, was ihr alles mitnehmen müsst, dass ihr ins GoFest starten könnt ohne Unterbrechung. Die Hunde zerfleischen sich hier gegenseitig. Da muss ich weg. Da laufe ich schnell hier hinter. Hier ist vielleicht auch ruhiger, ne? Hier in der Gangstergasse. Bin ich mal gespannt, vielleicht gibt es heute auch ein 100er. Gestern gab es ja das 100er Groudon. Da liegt Moos. Heute gibt es das 100er Dialga. Ich glaube, das beste Dialga, was ich habe, ist ein 98er. Jetzt habt ihr den Salat. Wir sind nämlich schon wieder rausgeflogen. Ich hoffe, das ist derselbe Raid noch. Eins noch was. Müsste der sein. Da stand aber, du geiles Luder hat eingeladen. Habe ich mich da verguckt. Der da ist, hat aber auch was geschickt. Im Endeffekt war der schon abgelaufen von ihm und ich bin einfach bei dem anderen reingekommen. Dann Grüße an, du geiles Luder. Danke für die Einladung. Wir gucken kurz mal, was das hat an WP. Die IV weiß ich eh wieder nicht aus dem Kopf. Das werden wir noch fangen. 22,89 für die Überblendung und suchen uns noch ein paar andere Pokis, dass wir das letzte Kapitel, die letzte Aufgabe auch abschließen können. Gut, ich schaff's heute nicht heimzukommen oder die restlichen Pokémon zu kriegen, denn Tastev hat meine Gebete erhört und Tastev hat noch zu einem 5er-Raid eingeladen. Diesmal die fliegende Made, also das Giratina in der Urform. Ist das Ur oder Wandel? Ich glaube, Wandel hat Beine, das wandert über den Boden. Und das ist die Urform, die Uhr, die hängt an der Wand und zeigt euch die Zeit an. Also so kann man sich das vielleicht merken. Da weiß ich auch wieder die IV nicht. Fehlt mir aber noch ein 100er, 2044, ist bestimmt schlecht, ne? Eben das Dialga habe ich auch nicht bewertet, weil ich gar keine Zeit hatte, weil es direkt weiterging zum nächsten Raid, wie ich gesehen habe. Da könnt ihr wieder schön einfach fabelhaft werfen. Wir werden das jetzt fix fangen. Das bewerten ist sogar ein Lucky Wurf, wie der Yannick immer sagt. Ist natürlich ein Critical Catch. Critical Catch ist auch richtig schlecht. Ein Raid aus Österreich. Jomail, wo siehst du das denn? Und wir haben das Dialga, das wir auch noch bewerten wollen, ist sogar nicht so schlecht. Wörth, Baden-Württemberg, Deutschland mit 14, 13, 15, dürfte also ein 93er sein. Hier sitzt immer zu nichts rum, vielleicht sollte ich doch mal Rauch anmachen. Hier seht ihr nochmal Tastev, City Hall, Kratz,
Graz, Steiermark, Österreich. Grüße gehen raus. Dankeschön dafür. Das sind die Raids für mich heute auch gewesen. 3 Stück von jedem eins. Wie gesagt, das Giratina mit den Füßen brauche ich nicht mehr. Da habe ich schon einen 100er. Und ich werde jetzt auch mal den Rauch zünden. Kamera ist eh gleich schon wieder aus. Rauch habe ich nämlich vergessen, dass wir die letzten Pokémon noch bekommen. So, wir sind jetzt theoretisch zu Hause angekommen. Und hier sitzt noch ein dickes, fettes Relaxo. Und mit diesem Relaxo wollen wir das Go-Fest eigentlich beenden. Also, wollen wir das Video beenden. Wir versuchen das hier noch einzutüten mit einfach fabelhaft. Klappt sehr gut, wie ihr seht. Das dürfte dann das 20. Pokémon sein. Dann dürften die restlichen Aufgaben auch fertig sein. Dann können wir uns im Prinzip ab 11.30 Uhr... Wie jetzt? Wie? Das ist nur 19. Das hat nicht gezählt. Das war eine andere Gattung. Also es stand ja 20 verschiedene Arten. Was heißt immer Arten? Nicht verschiedene Dings, sondern, ach, keine Ahnung, wir fangen einfach nochmal einen Baldorfisch. Zählt bestimmt nicht, nee, weil wir haben eben schon eingefangen. Funifras, das dürfte auf jeden Fall zählen, denn das habe ich heute noch gar nicht gehabt und damit beenden wir das Video, denn ich muss jetzt bis 20 Uhr permanent Rauch machen, in der Hoffnung auf Furnifras, denn ich brauche noch ein Furnifras-Shiny. Meiner Meinung nach kommt das nur aus dem Rauch. Einer hat in den Kommentaren gestern geschrieben, hä, wieso, wir haben das am Lokmodul bekommen. Ich habe noch nie eins am Lokmodul gesehen. Ich kenne das nur aus dem Rauch, genau wie Incognito oder Vermicula. Und da es ja die Habitate heute nicht mehr gibt, sprich, ich kann mich nicht auf das Feuerhabitat verlassen, was ich erst dumm fand. Aber auf der anderen Seite habt ihr jetzt den kompletten Tag die Möglichkeit, Furnifras zu bekommen und nicht nur im Feuerhabitat. Das war es also theoretisch von meiner Seite aus. Wir holen uns hier noch die Brutmaschine ab, wir holen uns die Bonbons ab, wir holen uns das Victini-Shirt ab, wir holen uns die Pässe ab, wir holen uns alles ab, wir werden das Victini-Shirt auch direkt anziehen, nehmen die Pässe noch mit, die dir natürlich nichts nützen, wenn du eingeladen wirst, kleiden uns noch fix dementsprechend mit dem Victini-T-Shirt. Also müssen wir das Go-Fest-Shirt wieder ausziehen. Aber das ist nicht schlimm, das war ja eh nicht so dope. So, jetzt haben wir hier das Victini-Shirt an. Das sieht richtig fresh aus, oder was sagt ihr? Dafür müsste ich das Visor noch abnehmen, also das Visier, nicht das Visor. Und weil jetzt hier nichts weiter ist und hier die Einladung vom Tastef immer noch da ist, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin fertig, ich bin raus. Wenn ihr wirklich durchzieht, wenn ihr die 3 Raids weglasst, müsstet ihr das theoretisch locker in 1 Stunde schaffen, also. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich habe es in 1/2 Stunde geschafft, aber ungefähr 1 Stunde, dann seid ihr eigentlich mit der Spezialforschung durch und könnt euch dann auf eure Shinies konzentrieren, die euch noch fehlen, die gezielt jagen, antippen, wie auch immer. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses und euch noch ein schönes Go-Fest. Und wir sehen uns dann natürlich am Montag im Livestream wieder, beziehungsweise werde ich davor vielleicht noch ein Auswertungsvideo machen. Ja.